Ja, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle mit dabei bei unserem Pokaltalk von Alba Berlin vor dem großen Pokalwochenende in gut einer Woche. Ich glaube, die Vorfreude bei allen ist riesig groß auf dieses besondere Ereignis in Berlin, so wie es sich gehört. Und wir können das heute Abend so ein bisschen feiern. Etwa eine Stunde sind wir zusammen mit den Spielern von Alba Berlin und mit hoffentlich vielen von euch. Ihr habt euch sicherlich schon den Tag über oder vielleicht auch schon früher, seit ihr wisst, dass es diesen Zoom-Talk geben wird, eine Frage überlegt an eure Lieblingsspieler. Spieler und wir freuen uns sehr darauf, dass ihr die ab jetzt schon bei uns dann hinterlasst. Wir haben dafür so einen Button. Ihr kennt das wahrscheinlich aus anderen Videokonferenzen, die wir ja sehr oft haben in diesen Tagen. Und da könnt ihr unten über den Button F und A, Frage und Antwort, bei manchen heißt der auch Q und A, Question and Answer, könnt ihr eure Fragen bitte jetzt schon hinterlassen. Ihr schreibt immer bitte gerne davor kein Video, wenn ihr nicht im Bild zu sehen sein wollt. Wenn ihr aber sagt, ich nutze die Chance und ich möchte heute Abend auch gerne im Bild zu sehen sein und ich nehme den Bildschirm auch überall mit hin, so wie es der Maolo gerade eben schon getan hat, dann bitte macht das so und dann werden wir das Ganze heute auch übertragen können und euch dann auch im Bild sehen. Das wäre natürlich auch besonders schön. Also eure Fragen jetzt bitte unter F und A oder Q und A, wie auch immer das ist, hinterlassen. Wir werden den kompletten Talk, den wir jetzt mit euch veranstalten, aufzeichnen und später dann auch, ich denke, morgen wird das der Fall sein, auf Albas YouTube-Kanal einstellen. Und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich in dieser guten Stunde, die wir jetzt zusammen sind, hier von euch stellen zu lassen. Und wer auf die Bühne geholt wird, so nennen wir das, wenn ihr im Bild dann zu sehen seid, bekommt erst so ein Anfragefenster und das betätigt ihr dann bitte. Dann müsst ihr noch manuell Ton und Kamera aktivieren, dann sehen wir euch, dann hören wir euch und dann ist alles prima. Zwischendurch werde ich immer wieder Einweisungen geben, falls es irgendwie noch Sachen gibt, die geklärt werden müssen. Ansonsten, glaube ich, kommen wir jetzt schon dazu, dass wir natürlich die Hauptperson des heutigen Abends hier bei uns begrüßen können und im Bild schon mal auf unsere Pokal-Talk-Bühne von Alba Berlin hier holen. Und das sind unsere vier Spieler, die freundlicherweise heute Abend hier bei uns zu Gast sind. Und da begrüßen wir als ersten Mal und schalten zu ihm direkt mal, zu ihm nach Hause, glaube ich, Malte Delo bei uns. Malte, können wir dich bitte im Bild sehen? Das wäre super. Und einen schönen guten Abend, Malte. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Super. Hallo. Malte, schön, dass du mit dabei bist, Malte. Und wir begrüßen bei uns auch Maodo Loh. Guten Abend, Maodo. Hallo, Maodo. Ist Maodos Mikrofon schon an? Ich habe ihn jetzt gerade nicht gehört. Da bist du, oder? Maodo, musst du mal. Genau, jetzt. Ja, hört ihr mich jetzt? Jetzt höre ich dich, genau. Ja, Super. okay, Und alles alle klar. anderen Schönen hören dich guten auch. Abend, habe ich gesagt. Hallo, hallo. Guten Abend, Maodo. Schön, dass du mit dabei bist. Wir begrüßen Luis und Lindy. Guten Abend, Luis. Moin. Und bei uns ist auch Oscar da Silva. Guten Abend, Oscar. Servus. Servus, Oscar. Schön, dass ihr hier mit dabei seid und für die Fragen jetzt die Stunde lang euch Zeit genommen habt. Das ist super. Am Anfang werden wir das Ganze beginnen mit einer ganz besonderen Sache, damit ihr alle auch sagt, es ist super, dass ich bei diesem Pokal-Talk schon von Anfang an mit dabei war, mit einer Sache, die gab es so auch überhaupt noch gar nicht zu sehen. Denn diese Grußbotschaften, die wir jetzt hier alle gemeinsam verfolgen können, die sind ganz frisch und die grüßen das Team von Alba Berlin vor dem Pokalwochenende. Ihr werdet viele der Menschen, die wir jetzt sehen, natürlich wiedererkennen. Liebgewonnene Basketballspieler, die ihr alle sofort wiedererkennen werdet. Also viel Spaß jetzt. Das dauert ein paar Minuten. Mit Grußbotschaften an das Team von Alba Berlin. Is this thing on? Guten Tag, boys. Yo, let's go get this cup dub, baby. Go, Alba. I'll be watching. Excited for you guys. And Jan, if you can cut this out if you want, but Luke, do your fucking job. Shut up, Tim. Israel, meet me tomorrow before practice for 20 minutes. And Tommy, let me get another water. Peace. Let's get it. What's up, fellas? First off, congratulations on making it to the top four, and I just want to say good luck out there. Go have fun, man. Enjoy it. I'll be supporting you guys, and I know the rest of Alba Nation will be supporting you guys also. So just enjoy the process, man. Enjoy it all. And go out there, get a win, bring the cup back to Berlin. So off gets. Let's get it. What's up, boys? What's up, Berliners? How you doing? What up, guys? So what's up, guys?
Well, we're here. Just wish you very good luck for this cup. I hope guys get another championship. And let's go get it. Go get it. Let's go. Good luck. Thank you to Berlin. This is all we got. Let's go. That's all we need. This is all we need. Good luck, fellas. Ciao, ciao. Hello, Alba. Guten Tag, Alba fans from Barcelona. I hope to watch like most of the games of this season, the cup that is in Berlin, and you can enjoy of it. I hope the team is going to play very well, every time better. Very good luck for everybody. Man, Nils hier, ich wünsche euch nur das Beste, Mann. Viel Glück für den Pokal. Haut rein, Alter, holt das Ding wieder. Ganz liebe Grüße an den ganzen Squad, an Israel, an Tommy Torwart Legendo. Irgendjemand übersetzt es mal hier bitte an Luke. Luke, ist langsam Zeit, Deutsch zu lernen, glaube ich. Also, haut rein, macht das Ding. Liebe Grüße hier aus Kaunas. Psych, ich bin gerade in Monaco. Fly low money, go out there and get busy, bro. You know, shoulder handles, be the leader that you are. JT, I've been seeing some of those sneaky dunks, so go out there and show the bounce. Luis Olinde, I want to see some of those James Harden step backs, bro, that we've been working on. Benny, you know, hit the mid-range. You already know what it is. Marcus, you know your job. Don't need to tell you. Chris, go block some shots, bro. Everybody else, the new guys, have fun, man. Enjoy the experience. And for the other guys, Malte, Jonas, Timmy, can you guys please go find a cane or a walker to help Luke's old ass across the stage? Love you guys, man. Miss you guys. And good luck. And as always, do your fucking job. Do your fucking job. Das waren die Grußbotschaften der Ex-Albatrosse. Und ich frage mal gleich den Malte, weil der Peyton ihn ja direkt angesprochen hat. Wie viel Kontakt hast du zu denen noch? Oder hast du die jetzt auch zum ersten Mal seit Wochen wieder gesehen, Malte? Na, zu einigen Leuten hat man natürlich immer wieder Kontakt. Man schreibt sich nach Spielen, man sieht Sachen. Aber jetzt so eine Grußbotschaft habe ich jetzt lange von denen nicht gehört. War sehr schön, die mal wieder alle zu sehen und auch die Botschaften, die gemacht haben. Maudo, welche Grußbotschaft von den gerade Gesehenen fandst du am schönsten und welche war die erschreckendste für dich? Erschreckend war keine. Ich habe mich sehr gefreut, alle zu hören, alle wieder mal zu sehen. War schon auf jeden Fall sehr cool. Gibt auf jeden Fall sehr viel Vorfreude jetzt für das Pokalturnier. Absolut. Oskar, das Pokalturnier steht vor der Tür. Ich glaube, alle haben eine große Vorfreude. Da ist ja natürlich so ein Zuspruch schon toll, oder? Was ist das so, wenn so viele Menschen auch aus dem Basketball, aus der Basketballgemeinde da an einen denken, wenn du diese Grußbotschaften siehst fürs Team von Alba Berlin? Was bedeutet dir sowas? Was bedeutet das dem Team? Ja, ist sehr cool. Es zeugt, glaube ich, viel von dem Charakter dieser Alba-Gemeinschaft, dass Jungs, die jetzt unsere Gegner sind in der Euroleague, sich melden und uns alles Gute wünschen. Und ich freue mich sehr auf das Pokalwochenende. Das Pokalwochenende, Luis, wir kommen natürlich noch dazu, was dir in dieser Woche passiert ist. Das müssen wir kurz natürlich auch noch ansprechen. Aber wir sprechen natürlich auch vor allen Dingen über dieses Teamgefüge. Ich habe gestern Abend davon erfahren, dass du jetzt momentan nicht spielen kannst. Und dann war ich aber super glücklich, als ich dich dann wieder schreien hab hören im Tunnel vor dem Spiel. Da geht ja unfassbar was ab. Ist es eigentlich bei Heimspielen das Gleiche wie bei Auswärtsspielen? Macht ihr das in Auswärtshallen auch genauso laut vor dem Spiel? Ja, es ist immer das Gleiche. Es ist egal, ob wir zu Hause spielen, der Mercedes-Benz Arena oder auswärts. Immer viel Stimmung und immer wird angeschrien und dann geht's raus. Du bist ja derjenige, der dann zum Schluss auch sich jemanden noch ausguckt, den er dann ganz besonders, glaube ich, anschreit. Wonach wählst du die Spieler aus? Wer am dümmsten guckt. In dem Moment. Nein, ich weiß es gar nicht. Mal so, wie ich gerade das Gefühl habe, wer vielleicht nochmal aufwachen muss oder einfach, was gerade passt, wer vielleicht lange nicht mehr dran war, einfach vom Gefühl her.
Okay. Ihr habt einen schicken Basketballabend hinter euch. Das war gestern Abend ein großartiges Spiel. Malte, ich spreche dich mal als Ersten an zum Spiel von gestern Abend. Das war vor dem Spiel auch so nicht absehbar. Zenit hat einen tollen Lauf. Die haben eine super Bilanz auch in der Euroleague. Die sind momentan, glaube ich, auf den Playoff-Plätzen auch gelistet. Und vor dem Spiel habe ich mit anderen gesprochen, die sich mit Basketball noch viel besser auskennen als ich. Und die sagten dann immer, ey, passt auf so Spieler wie Jordan Lloyd, auf Billy Barron, und die haben ein super gutes Teamgefüge, und dann habt ihr die aber so gut gepackt. Was denkst du über das Spiel von gestern Abend, Malte? Ja, es war sehr wichtig für uns, mal so einen Sieg zu holen gegen so ein hochkarätiges Team. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Wochen viele Spiele auch verloren und auch viele Spiele knapp verloren, und da jetzt mal so gegen so einen guten Gegner am Ende auch die Oberhand zu gewinnen, war sehr wichtig für uns, auch für jetzt den Rest der Saison, und ein bisschen Selbstvertrauen dazu tanken, war sehr gut. Und wie ist das, so einen ganzen Abend hinter so einem Spieler wie Billy Barron hinterher zu rennen? Weil das war ja auch keine einfache Aufgabe. Es war eine super schwere Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Da sind in allen Euroleague-Teams immer extrem gute Spieler dabei, wo man einfach extreme Schwierigkeiten auch hat, den Danny näher zu rennen. Aber ja, das müssen wir machen. Und es macht auch Spaß natürlich, dann gegen so gute Spieler in Europa zu spielen. Maudo, nach so einem Spiel wie gestern Abend, wie lange brauchst du dann, um runterzukommen emotional? Du wirkst ja immer recht cool, aber wie lange beschäftigt dich so ein Spiel dann den Abend über noch? Schon noch eine Weile. Also die Spiele in der Euroleague sind ja meistens ziemlich spät. Daher braucht man schon noch Zeit danach, um erstmal runterzukommen, weil man ist ja voller Adrenalin. Und ich kann auch nie früh schlafen gehen. Also nach Euroleague-Spielen ist man erst so gegen 11.30 Uhr, 11 Uhr zu Hause. Und geht man erst so gegen, ich jedenfalls, 2 Uhr, 3 Uhr ins Bett. Und bis dahin hat man schon noch so das Spiel im Gedanken, ob es jetzt eine Niederlage war oder ein Sieg. Aber es hilft natürlich schon, wenn es dann so ein Spiel wie gestern Abend war, dass du dann, denkst du dann noch länger dran, oder ist das dann früher so, dass du schlafen gehen kannst? Ja, also ich persönlich, ich in den meisten Fällen schaue ich das Spiel nochmal, nachdem wir gespielt haben. Und das habe ich jetzt auch gestern gemacht, habe mir das Spiel nochmal angeschaut. Und genau, dann wird es halt spät. Und genau, nach dem Sieg ist es meistens einfacher, schlafen zu gehen. An der Niederlage nervt es immer schon mehr. Aber schaust du das dann akribisch oder schaust du das einfach nur so zur Unterhaltung? Also achtest du dann auf spezielle Sachen tief nachts? Ja, beides. Aber in den meisten Fällen halt, um halt nochmal das Revue passieren zu lassen. Und auf Video sieht man Sachen halt immer nochmal anders, als wenn man selber spielt. Okay, das ist aber krass, das nach dem Spiel dann direkt zu machen. Oskar, könnte dir das auch passieren, dass du nach dem Spiel nach Hause gehst und das ganze Spiel nochmal guckst? Ja, habe ich auch auf jeden Fall schon gemacht. Ich würde mich da dem Auto auch anschließen. Also dadurch, dass man halt nach dem Spiel so voller Adrenalin ist, dauert das dann schon ein bisschen. Und dann isst man meistens noch was, der Körper arbeitet noch weiter. Also dauert es einfach ein bisschen, bis man da zur Ruhe kommt abends. Okay, wir haben die ersten Fragen, die bei uns freundlicherweise eingehen von euch. Und darum geht es ja in dieser Stunde des Pokaltalks mit Alba Berlin und den Spielern, die wir im Bild haben. Die erste Frage kommt gleich von Chris, den werden wir dann ins Bild holen. Während wir den Chris hier ins Bild holen und auf die Bühne holen, können wir euch nochmal sagen, dass ihr alle die Fragen bitte hinterlassen könnt, entweder in schriftlicher Form, dann lesen wir die vor, dann schreibt ihr bitte davor kein Video, oder aber ihr schreibt gar nichts davor, sondern nur die Frage, und dann wissen wir, ihr wird gerne im Bild zu sehen sein. Und das Ganze über den Button, der unten bei euch auch zu sehen ist, unter den F und A Button, Frage und Antwort, oder Q und A, Question and Answer. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt den Chris zu uns hier ins Bild holen können und ob der jetzt gleich bei uns ist, und würden uns freuen, wenn wir den jetzt hier im Bild sehen. Guten Abend, Chris. Ich sehe schon das Fenster, was da ist. Es ist aber noch ein schwarzes Fenster. Das heißt, der Chris muss wahrscheinlich noch seine Kamera und sein Mikrofon aktivieren. Und dann würden wir das auch hier so sehen können. Da ist der Chris. Guten Abend, Chris. Guten Abend. Guten Abend, grüß dich. Deine Bühne, Chris. Ja, erstmal wollte ich sagen, geiles Spiel gestern. Also war echt, hat Spaß gemacht gestern in der Halle. Ich freue mich natürlich, wenn die Halle wieder voller wird. Jetzt scheinen ja die Zahlen wieder nach oben zu gehen, sodass wir da bald noch viel, viel mehr größere Stimmung haben und dann ein bisschen mehr feiern können, noch solche Spiele. Und an Luis habe ich mal eine Frage. Ja, wie geht es jetzt deiner Hand? Es muss ja recht frustrierend sein. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Viertelfinale gegen Hamburg hast du dich auch verletzt. Immer dann, wenn es um die Wurst geht, bist du nicht dabei. Ja, wie geht's dir? Ja, nicht gut natürlich. Es ist natürlich
ja, doppelt schmerzhaft. Einerseits tut der Finger weh und andererseits, ja, tut natürlich weh, wie du schon sagst, letzte Saison auch die Playoffs verpasst. Jetzt so kurz vor so einem wichtigen Spiel, ganz gesund gewesen, jetzt vor so einem wichtigen Spiel, sich zu verletzen im Training mit einer doofen Bewegung. Das tut schon weh, also das lässt einen nicht so locker. Ja, müssen wir jetzt auf dich verzichten? Was denkst du? Ja, ein paar Wochen leider schon. Also ich glaube, ich habe jetzt meine Schiene und die wird bestimmt 4 bis 6 Wochen dranbleiben. Von daher, das wird schon leider ein bisschen Zeit sein. Ich bin dann aber wieder bereit für die Playoffs dieses Jahr. Da bin ich mir sicher. Sehr gut. Und dann greifen wir nochmal an. Gute Genesung. Dankeschön. Danke, Chris. Bevor du jetzt aus dem Bild verschwindest, Chris, die Frage noch an dich. Wirst du denn mit dabei sein beim Pokalwochenende? Hast du ein Ticket? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Natürlich. Ja, ist eine ernst gemeinte Frage. Okay, und ja, du bist dann dabei. Das heißt, wir sehen dich dann wieder. Schön, dass du mit dabei bist, Chris, und schön, dass du auch heute Abend mit dabei bist hier beim Zoom-Talk. Super. Dankeschön, dass du auf der Bühne warst und damit hier praktisch die Premiere heute Abend von den Fans gefeiert hast. Super. Dankeschön, Chris. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Juhu, bleib bei uns. Wir haben eine Frage von Gunnar. Ihr führt mit plus 20, 14 Sekunden vor Spielende. Der Gegner nimmt eine Auszeit. Was wird in eurem Huddle besprochen, ist die Frage von Gunnar. Ich antworte einfach mal. Ich glaube einfach, was wird besprochen? Ich denke, der Trainer wird ansagen, dass wir die Sekunden zu Ende spielen sollen, bis zum Ende des Spiels. Und ich denke, das ist die Mentalität, die alle Trainer den Spielern versuchen irgendwie einzutrichtern und durch diese Art von Herangehensweise seine Spieler zu beeinflussen. Wahrscheinlich, genau, wird einfach sagen, versucht das Spiel, nimmt das Spiel ernst, spielt bis zur letzten Sekunde und respektiert das Spiel. Ja. Das ist ja so eine Sache, weil es gibt ja manchmal auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man irgendwie den letzten Angriff nicht mehr ausspielt. Es gibt auch manchmal dann so, bei anderen Teams so die Situation, dass die das nicht richtig verstehen, wenn man bis zur letzten Sekunde noch weiterspielt, Oskar. Wenn man da als Team dann sagt, nee, wir respektieren das Spiel bis zum Ende und wir wollen auch auf den letzten Korb noch gehen, ist das dann richtig oder sollte man durchaus auch mal so einen letzten Angriff so, ich sag mal, NBA-mäßig, glaube ich, war das zuerst einmal ausplätschern lassen? Was meinst du? Na, ich sag mal so, es kommt immer so ein bisschen noch auf die Situation und auf das Gespür drauf an. Ich glaube, gestern hatte Maodo am Ende den Ball und da haben wir dann auch nicht nochmal einen draufgeworfen. Aber ich würde sagen, prinzipiell tendieren wir schon dazu, das Spiel halt bis zur letzten Sirene durchzuspielen. Ich glaube, das ist ein Respekt, den man an das Spiel und an den Gegner zollt. Und dann da am Ende 24 Sekunden rumzustehen und dem Schiedsrichter den Ball zu übergeben, bevor es vorbei ist, ist eigentlich was, das wir nicht machen. Luis, in so einem Huddle in der Auszeit während eines Spiels, worauf kommt es da an? Also, dass man möglichst wenig präzise redet oder dass man möglichst laut redet, dass nur einer redet oder worauf kommt es da an? Jetzt generell in der Auszeit oder ja, die Auszeit in der Auszeit eigentlich generell, ja. Ja, es geht darum, einfach kurz Informationen auszutauschen. Oft hat der Trainer was zu sagen. Natürlich meistens, wenn er die Auszeit auch selber nimmt, hat er immer was Wichtiges noch zu sagen. Manchmal geht es auch einfach nur darum, ein bisschen runterzufahren, jeder mal durchzuatmen. Aber es werden immer ja einfach ein paar Fakten ausgetauscht. Der Trainer sagt was und jeder Spieler kann auch was sagen, wenn ihm irgendwas auffällt. Manchmal wird auch jemand lauter, wenn es gerade auf dem Feld nicht so läuft, um alle ein bisschen aufzuwecken oder durchzurütteln. Aber ja, man hat eine Minute Zeit, da kann nicht so viel besprochen werden. Dann vielleicht nochmal der nächste Angriff aufgemalt oder die nächste Defense, wenn es was Besonderes ist. Mhm. Und dann geht es auch schon wieder aufs Feld. Vor, irgendwie, ich glaube, es war das vorletzte Spiel, da war Lukma total sauer während eines Heimspiels in einer Auszeit. Weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Und für mich war es aber relativ ungewöhnlich. Malte, ist Luke öfter mal sauer im Training oder im Spiel? Weil der wirkt immer so fröhlich sonst. Na, also sauer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Der ist natürlich unser Kapitän und hat dann natürlich auch nochmal ein gewisses Standing und versucht uns dann auch, wenn er gerade merkt, dass irgendwas nicht läuft oder dass wir irgendwie sloppy sind, dass wir da einfach wieder aufwachen und die Sachen richtig machen. Da geht es ihm jetzt nicht darum, irgendwen anzumachen, glaube ich, sondern einfach, wie gesagt, halt, dass wir wieder auf einer Linie sind und dass wir da alle zusammen an einem Strang ziehen. Mhm.
Eure Frage an die Jungs, eine gute Woche vor dem Pokalwochenende und wir haben jetzt wieder eine Videofrage gleich von Peter Haberecker. Und Peter werden wir gleich im Bild dann hier auch begrüßen können und dann von mir nochmal der Hinweis, ihr macht das ja schon fleißig, super, dann haben wir immer wieder Fragen an unsere Spieler, an Malte, an Oscar, an Luis und an Maodo unten auf dem Button einfach hinterlassen bei F und A oder bei Q und A, da klickt ihr einfach drauf und schickt dann eure Frage an uns. Und jetzt dürfen wir den Peter hier begrüßen, der bitte auch wieder Kamera und Mikrofon aktiviert hat, natürlich schon, weil er ein Profi ist. Guten Abend, Peter. Hallo, schönen guten Abend. Sorry, der Firmenhintergrund ist automatisch eingestellt. Ist ausnahmsweise erlaubt, ja, super. Super, danke. Es soll keine Stell deine Frage, sein. Peter. Ja, meine geht, das weiß er schon, natürlich an Malte. Wenn ich es richtig weiß, warst du ja vor ungefähr 2 Jahren im Herbst zum ersten Mal für die BBL bei Alba auf dem Parkett gestanden. Jetzt 2 Jahre später, und gerade Donnerstag war ja ein gutes Beispiel, dann Starting Five gegen eine Mannschaft wie Zenit, die in der Tat, glaube ich, Platz 4 gerade ist in der Euroleague. Was geht da so durch deinen Kopf oder wie fühlt sich das an für dich? Ja, ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Gerade jetzt hier bei dem Club, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, dann jetzt hier in der Mercedes-Benz Arena dann auch zu starten, ist schon krass. Bin ich auch immer noch sehr aufgeregt vorher. Aber das legt sich dann meistens so, wenn das Spiel anfängt, dann spielt man halt einfach, dann macht man das, was man schon seit Jahren macht. Aber ja, ist schon immer krass für mich zu sehen, dass die Trainer mir da vertrauen und dass ich jetzt hier spielen darf. Super, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Klar. Dankeschön, Peter. Bleib doch bei uns. Und meine Nachfrage, die kurze an Malte, wenn du sagst, es ist krass, dass die Trainer mir da vertrauen. Also ich finde, du gibst ja überhaupt gar keinen Anlass dafür, dass man denen nicht vertrauen sollte. Wie schaffst du das aber, dass du sagst, du bist aufgeregt, man merkt sie aber nicht die Bohne an? War das schon immer so? Ja, ich hatte schon immer so, ich war eigentlich recht locker immer, wenn ich auf dem Feld stand. Auch schon früher in der Jugend und so war ich da jetzt nicht jemand, der irgendwie aufgeregt war vor Spielen oder so. Weil es eigentlich so ein, dieses Basketballfeld, so wie so ein, halt, ich kenne das Feld, ich weiß, was ich da machen muss und es ist jetzt nicht irgendwas wie jetzt in der Schule oder so, wenn ich da war, da war es was anderes, wenn ich an der Tafel vorne war, weil da wusste ich, ich bin nicht so sicher und auf dem Basketballfeld weiß ich so, ich kann das und da muss ich quasi nur das wieder abrufen, das ist für mich einfacher. Okay, cool. Oscar, eine Frage von Luisa, die auch sehr wichtig wird im Hinblick auf das Pokalwochenende, weil da haben wir ja unterschiedlichste Fangruppierungen dann in der Halle, also aus Chemnitz, aus Braunschweig, aus Crailsheim und natürlich wir Berlinerinnen und Berliner. Und Luisa fragt, nehmt ihr während den Spielen eigentlich die Fangesänge wahr? Schon, ja. Also vor allem, nachdem man jetzt letztes Jahr ja eine Saison hatte, in der gar keine Fans da waren, finde ich es schon sehr schön, wieder ein bisschen Stimmung in der Halle zu haben. Und gerade bei Heimspielen natürlich, wenn die Fangesänge auch für einen sind, unterstützt einen das schon auf jeden Fall. Und ist das wichtiger in der Defense oder in der Offense, wenn es Fangesänge gibt? Machst du da? Ich würde sagen, sowohl als auch hilft einem das so ein bisschen. Ja, da reitet man so ein bisschen so eine Welle, finde ich, wenn die Fans einem noch den extra Kick geben. Deswegen würde ich alle bitten, am Wochenende schön zu schreiben. Und du bist bestimmt auch so ein Typ, den die Fangesänge der gegnerischen Fans auch besonders nochmal motivieren, Gas zu geben, oder? Ja, das stimmt. Also das kann mir auch passieren, dass wenn man merkt, dass die ganze Halle gegen einen ist, so wie es bei uns jetzt in Serbien oder so zum Beispiel ist, in Belgrad, weiß ich, da macht's auch Spaß, wenn man diese wir gegen alle Einstellungen hat. Luis, du bist auch so ein Typ, oder? Der da dann steil geht, wenn irgendwie bei Panathinaikos zum Beispiel oder so die Fans so richtig eigentlich nicht so mögen. Also nicht menschlich, sondern sportlich. Ja, ich find's cool. Also Stimmung, ob die jetzt gegen einen ist oder für einen ist, ist einfach geil. Fans in der Halle zu haben. Natürlich, wenn man zu Hause spielt, eine geile Aktion macht und alle ausrasten, ist ein ganz besonderes Gefühl. Da kommen so viele Emotionen hoch. Und ich finde, man hat das so vermisst, aber auch dann wirklich diesen Riesenunterschied gemerkt, jetzt als wieder Fans da waren. Das ist schon was Besonderes und das ist jedes Mal, ja, ist ein tolles Gefühl.
Wir haben gleich den Klaus bei uns im Bild mit einer Frage. Und während wir den Klaus hier auf die Bühne holen, nochmal der Hinweis von mir an euch, dass ihr euch bitte gerne per Frage hier dazu schaltet. Wir werden ungefähr so bis 21 Uhr zusammenbleiben in diesem Pokaltalk mit den Spielern von Alba Berlin vor dem Pokalwochenende in gut einer Woche. Eure Frage hinterlasst ihr einfach unter dem Button. Den findet ihr unten auf eurem Bildschirm. F und A heißt ja meistens oder Q und A. Und da bitte eure Frage einfach reinklöppeln, wenn ihr gerne im Bild zu sehen sein wollt, dann einfach nur die Frage reinschreiben. Wollt ihr das nicht, dann schreibt mir bitte kein Video davor. Und jetzt haben wir den Klaus bei uns auf der Bühne. Guten Abend, Klaus. Willkommen im Kreis der Spieler von Alba Berlin. Klaus macht die Kamera an. Daran müsst ihr mal denken, dass ihr bitte die Kamera und das Mikrofon aktiviert. Und jetzt bin ich guter Dinge, dass wir Klaus zumindest schon mal hören. Ja, Klaus, wir hören dich, aber wir sehen dich noch nicht. Das weiß ich jetzt, wie ich das reinkriege. Über die drei Punkte oben, die du rechts oben anklicken könntest, müsstest du auch ein Bild aktivieren können. Über die drei Punkte. Da, wo du das Mikrofon angemacht hast, da dürfte eigentlich die Aktivierung der Kamera nicht weit davon entfernt sein. Video starten. Ja, super. Ja, da ist er. Hallo, Klaus. Mich. Alles klar. Okay, hallo. guten Abend, ihr Albinländer. Erstmal, Tom, Glückwunsch für die kurzen Haare wieder. Das gefällt mir wesentlich besser. Und eine Frage an Maodo. Wenn du dich erinnerst an die letzte Saison, da sind ja mal so zwischendurch von dir aus so ein, zwei Stühle kaputt gegangen, wenn du dich daran erinnerst. Und dieses Jahr noch keine. Das heißt, wie kommst du, bist du jetzt zufriedener geworden mit dem Spiel, mit der Mannschaft? Oder hast du andere Möglichkeiten, die Aggression abzubauen? Wow, sehr starke Frage. Ich bin mir nicht sicher, wie die kaputt gegangen sind. Die sind tatsächlich nicht aus Wut kaputt gegangen, sondern nee. Ich habe mich jedes Mal hingesetzt und mit zu viel Wucht, glaube ich, und dabei ist der Stuhl einfach kaputt gegangen. Okay. Ich weiß das nicht. Sehr gute Frage. Ich kann die nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum es dieses Jahr noch nicht passiert ist. Aber ich denke, bei einem unserer Spieler dieses Jahr ist es schon passiert, einmal heute. Einer ist schon kaputt gegangen, ja. Diese Saison. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war Markus. Markus, genau. Ja, genau. Vielleicht gibt es einen Stuhl, der kaputt ist oder wo ein paar Schrauben locker sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber wenn man sich mit zu viel Wucht auf diese Stühle setzt, dann besteht die Gefahr, dass die kaputt gehen. Okay. Fürs Wochenende jetzt erstmal am Sonntag viel Glück und dann natürlich auch beim Pokal. Und wir sehen uns am Spielfeld, wie immer. Schönen Abend noch. Grüße, Klaus. Danke. Ich hoffe mal nicht, Maodo, dass irgendjemand da aus dem Team möglicherweise an den Stühlen rumsägt. Oder hättest du da irgendjemanden im Verdacht, der sowas machen könnte? Ich weiß nicht, aber man muss aufpassen, denn es ist tatsächlich gefährlich. Weil man könnte sich da ziemlich, ziemlich mies hinpacken. Und das kann ziemlich schlimm enden, aber zum Glück ist nichts passiert. Aber ich weiß nur, dass man immer sehr schnell aggressiv, wenn der Stuhl kaputt geht, oder? Ja, genau. Danach, nachdem er kaputt gegangen ist, dann werde ich wütend. Aber aus Wut habe ich den nicht zerstört. Aber da muss man ja zur Ehrenrettung von Maodo auch sagen, dass selbst der Markus Eriksson tatsächlich da in dem Moment voll wütend wurde. Also das ist auch eine Sache, damit rechnet man halt nicht. Und das ist auch total daneben in dem Moment. Von daher, ja, also pro bessere Stühle da an der Stelle. Wir haben eine Frage von Frauke und Peter. Und zwar, wer immer die beantworten möchte, vielleicht auch irgendwie alle nacheinander, schaut einer von euch eigentlich am kommenden Sonntag den Super Bowl mit Luke oder muss Luke den alleine schauen? Wer opfert sich? Wir haben auf jeden Fall schon drüber geredet, ob wir den gucken wollen. Ich weiß jetzt noch nicht, wir haben jetzt noch nicht so richtig genau geplant. Also ich weiß, dass Jonas den gucken wollte, Luis den gucken wollte. Aber ich weiß noch nicht, wo und wie wir genau das genau machen. Ich glaube, das werden wir dann wahrscheinlich recht spontan am Sonntag nach dem Spiel entscheiden, auch wie es uns dann geht und so. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass wir den gucken. Wie wir das jetzt gucken und in welcher Konstellation, weiß ich noch nicht. Aber ja, es wird geschafft. Luis, habt ihr denn die gleichen Teams, für die ihr da seid, der Luke und du, oder unterschiedliche? Ich bin tatsächlich gar nicht so ein großer Fan. Ich bin jetzt ein Event-Gucker. Vor allen Dingen, also ich habe jetzt in den Playoffs ein bisschen geguckt. Super Bowl gucke ich jetzt natürlich auch wegen des Sports, aber einfach ein bisschen wegen dem Event. Und ich dachte jetzt, wenn ich verletzt bin, wenig so viel zu tun jetzt in den nächsten Wochen, da kann man sich das auch angucken. Wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Fan Luke ist. Ich glaube, ich bin für LA. Von daher, mal gucken. Okay, und Halbzeitshow mit Eminem.
am Sonntag genau. beim Super Bowl zumindest. Oskar, hast du da irgendwie eine Vorliebe? Schaust du sowas oder guckst du anderen Sport außer Basketball? Hast du da irgendwie eine Vorliebe für anderen Sport? Ja, ich habe tatsächlich, also ich war jetzt die letzten 4 Jahre in Amerika, da hat man natürlich schon viel Football auch geschaut. Ich bin, die Buffalo Bills sind mein Team. Bei Luke, weiß nicht, würde ich mal schätzen, dass die Seattle Seahawks sind. Aber die sind ja nicht mehr im Rennen, deswegen weiß nicht, was der da, wen der da anfeuern wird. Okay, dann haben wir wieder eine Frage. Wir werden gleich Jona auf der Bühne hier begrüßen können. Wenn ihr eine Frage habt, dann bitte unten unter dem Button hinterlegen, F und A oder Q und A, an unsere Spieler von Alba Berlin, Malte Delo, Oscar da Silva, Luis Olimbi und Maodo Loh, die freundlicherweise heute Abend bei uns sind, hier im Pokaltalk vor dem Pokalwochenende in 8 Tagen mit Halbfinale und hoffentlich dann auch Finale für Alba Berlin. Und jetzt haben wir hier Jona im Bild auf der Bühne. Mit dem Account Kretschi eingeloggt, lese ich hier. Guten Abend, Jona, wenn das möglich ist. Bitte im Bild und auch mit Ton auf die Bühne hier holen, damit wir dich alle sehen können. Da ist Kretschi. Und hinter Kretschi verbirgt sich Jona. Jona, falls du mich hörst, bitte schon mal Mikrofon und auch Kamera dann aktivieren. So, jetzt. Da, hallo, guten Abend. Wer von euch ist Jona? Da ist Jona. Hallo Jona, grüß dich. Hallo. Wie alt bist du, Jona? 11. Habe ich nicht schon 11 Jahre? 11, ja. 11 Jahre, ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Wie lange bist du bei Alba schon dabei als Fan? Genau. 6 Jahre, 7 Jahre. Boah, cool. Jahre. Sehr gut. Das ist der größte Alba-Fan schlechthin. Man sieht es ihm an. Sehr gut, ja. Jawohl. Siehst du, welche Begeisterung gleich im Team hier ist. Jona, möchtest du eine Frage direkt stellen an einen der Spieler oder an alle? Was ist deine Frage? Ja, ich wollte mal Odo fragen, ob er mir Tipps geben kann, wie man so ein guter Basketballspieler werden kann. Wow, du musst Leidenschaft haben, du musst Basketball lieben und immer dranbleiben. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass du Spaß an der Sache hast und egal, was deine Freunde machen oder egal, was andere Trends oder andere Sachen es vielleicht gibt, wenn es wirklich dir Spaß macht und es deine Liebe und deine Leidenschaft ist, dann verfolge das und dann wirst du automatisch besser und wirst Gefallen an der ganzen Sache finden. Das ist mein Tipp. Und das war bei mir tatsächlich auch so damals. Ich habe immer Spaß gehabt, immer Leidenschaft gehabt. Hab egal wo gespielt, auf dem Freiplatz, in der Halle. Und genau, das war einfach mein Leben. Jona, wie sieht es denn aus mit deiner Basketballkarriere? Also wo spielst du? Draußen bei drin? Bei VfB Hermsdorf. Mein Verein von früher. VfB Hermsdorf, Nordberlin. Juhu! Sehr gut. Und da gibt es irgendwie mehrere Mannschaften und du bist da in der ersten, zweiten, dritten Mannschaft oder wo genau bist du? Ja, also wir sind in der Oberliga. Das ist gut. Sehr gut. Und kannst du jetzt nachvollziehen, was Maodo sagt, wie man dann den Weg beschreitet, um ein so exzellenter Basketballer zu werden? Ja. Okay, wie oft trainierst du so pro Woche und dann werden wir Maodo gleich mal beurteilen lassen, ob das reicht in deinem Alter? Also ich habe 3-mal in der Woche Training und am Wochenende ein Spiel, aber spiele auch so zu Hause ganz gut. Den ganzen Tag. Morgen. Ja, das hört sich richtig an. Wie gesagt, das Wichtigste ist der Spaß. Also wenn man auch zu viel trainiert im jungen Alter, ist das vielleicht nicht das Richtige. Also weil vielleicht passiert es dann, dass man übermüdet wird oder dass es irgendwie nicht Spaß macht oder Leistungsdruck erscheint. Ich denke, es muss wirklich gesund sein, es muss Spaß machen. Und das ist so der Schlüssel im jungen Alter, meiner Meinung nach. Okay, danke, Bodo. Gerne. Danke für deine Unterstützung. Cool, Jona und Familie. Vielen Dank, bleibt dabei, ja. Und danke schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ja, gerne. Alles Tschüss. Gute für nächste Woche. Danke sehr, danke. Tschüss. Wir haben jetzt eine Frage an Luis und zwar kommt die von Dani. Luis, Dani möchte wissen, ob Luke jemals den Mund hält, wenn er auf der Bank sitzt.
Das ist eine gute Frage. Luke ist sehr kommunikativ auf der Bank, das stimmt schon. Aber auch immer konstruktiv. Also hat immer was zu sagen, fällt einem immer was auf im Spiel. Ist auch immer mal wieder für einen Witz gut, dass man sich ein bisschen zusammenreißen muss, dass man nicht anfängt zu lachen auf der Bank. Aber ja, sorgt für gute Stimmung und ja, ihm fallen viele Sachen auf im Spiel, die er auch direkt anspricht. Und ja, einfach so ein bisschen, einfach sehr wichtig, auch von abseits des Feldes ein Spiel ein bisschen zu analysieren, zu gucken, was man besser machen kann, wenn man dann aufs Feld kommt, was einem auffällt. Und ja, findet er immer kluge Worte. Wie viel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hätte Luke eigentlich verstanden? Ich glaube, nichts tatsächlich. Oder er hat heimlich gelernt. Ich glaube, dass er ja, keinen Bock auf Deutsch hat. Aber nee. Es wäre wahrscheinlich auch sonst zu schnell gewesen, oder? Also versucht ihr den Luke da irgendwie ständig zu überreden und er sperrt sich oder wie macht ihr das? Tatsächlich stimmt nicht, dass er keinen Bock hat. Ab und zu ist er dabei und fragt immer mal wieder nach. Und ja, Schimpfwörter kann er gut. Mhm. Das ist immer das Wichtigste. Natürlich fragt er mal nach, was das bedeutet. Ja, und sonst, ich glaube nicht, dass er wirklich viel versteht. Interessiert ist er tatsächlich ein bisschen an der deutschen Sprache. Ja. Maodo, es gab so ein tolles Video, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Spiel das war. Du hast irgendwie in einer entscheidenden Spielsituation, glaube ich, hinten einen Angriff des Gegners geblockt und dann hat Luke vor dir den Ball in der Hand und reißt die Augen auf und schaut dich an. Kriegst du die Grimassen von Luke im Spiel mit? Sieht man das dann in dem Moment? Ja, doch, das bekommt man tatsächlich mit. Das finde ich schon krass. Luke ist ein wahnsinnig uneigennütziger Spieler und er freut sich, wenn seine Mitspieler Erfolge haben. Und auch wenn es nur kleine Erfolge sind oder in dem Fall war das, glaube ich, ein Stil, den ich gemacht habe. Und ja, das ist schon sehr besonders, wenn man so einen Mitspieler hat wie er. Vor allem als Anführer dieser Mannschaft, diese Eigenschaft zu haben, ist extrem wertvoll. Und ich denke, er ist ein Großteil der Kultur hier bei Alba und die Art und Weise, wie er sich halt gibt und wie er sich präsentiert und die Wichtigkeit, die er bei uns hat, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Also er ist wirklich ein unglaublicher Spieler, unglaubliche Person. Und die Sachen, das bekommt man auf jeden Fall mit als Mitspieler. Also ich kann das mal im Prinzip ja weitergeben. Natürlich ist das Luke, aber ich glaube, ihr alle verkörpert natürlich diesen Geist. Also einfach der Inbegriff eines guten Teams, eines tollen Teamgefüges, wo man einfach auch gerne zuschaut. Weil ich glaube, man schaut gerne auch Menschen zu bei Sachen, die gerne machen. Und das sieht man euch halt einfach in jedem Spiel an, auch wenn es mal in manchen Spielen vielleicht nicht so toll läuft oder so. Ihr habt Spaß miteinander und ihr seid gerne miteinander auf dem Feld. Und ich glaube, deswegen erreichen wir uns auch heute Abend hier wieder so viele Fragen. Wir machen gleich weiter mit den Fragen von euren Fans. Eine Frage kommt jetzt von Goldblond an Oskar. Oskar, Goldblond fragt, du bist ja kurz nach Beginn der Saison zu Alba gekommen und hast es für mein Gefühl sehr schnell geschafft, dich in das Alba-Spiel einzufügen. Hast du dich vorher schon mit der Alba-Philosophie auseinandergesetzt oder bist du einfach schnell im Kopf, steht hier? Also ich hatte ja letztes Jahr mit Ludwigsburg einmal schon gegen Alba gespielt. Das war aber das erste Mal, dass ich wirklich so persönliche Eindrücke bekommen habe von der Spielphilosophie, die hier an den Tag gelegt wird. Und habe jetzt auch vor meinem Wechsel nicht besonders viel mich damit auseinandergesetzt. Aber da geht ein großes Lob aus an meine ganzen Mitspieler und Trainer, die mich da sehr schnell, die mir da geholfen haben, sehr schnell reinzufinden in das System. In das System, aber auch so menschlich war das im Prinzip ja reibungslos, oder? Also wo man sagt, man hat da erstmal sonst so ein paar Berührungsängste. Du warst so komplett da, also alle hier waren komplett baff, wie du das irgendwie hinbekommen hast. Aber das ist, so würdest du sagen, auch ein Teil deiner Art, wie du bist. Ja, und wie es eben schon angesprochen wurde, wird ja bei Alba sehr viel Wert drauf gelegt, eben eine positive Kultur beizubehalten, Spieler zu engagieren, die nicht nur nach sich schauen, sondern praktisch eine positive Gemeinschaft fördern. Und das hilft dann in so einer Situation, wie es bei mir war, dass ich ohne Vorbereitung zum Team dazugestoßen bin, hilft es dann natürlich.
Okay, wir haben eine Frage wieder mit Bild. Das heißt, wir dürfen den Finn gleich zu uns auf die Bühne holen. Finn hat nämlich eine Frage zum Top 4. Das ist ja der Anlass für unseren Pokal-Talk, den wir heute hier haben vor dem nächsten Wochenende. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann bitte gerne unter F und A den Button unten hinterlegen. Wenn ihr im Bild zu sehen sein wollt, dann einfach nur die Frage uns reinschreiben. Wenn ihr nicht im Bild zu sehen sein wollt und ich die Frage vorlesen soll, dann schreibt ihr bitte kein Video vor eurer Frage. Aber schön ist natürlich, so wie es der Finn getan hat, wenn wir euch dann auch sehen können. Und Finn, bitte die Kamera aktivieren und dein Mikrofon aktivieren, damit wir dich hier sehen. Und wir sehen schon was, ein bisschen dunkel, aber ansonsten hast du noch eine Lampe bei dir, Finn. Ja, ich hole sie kurz. Ja, alles klar. Na, wir lernen noch ein bisschen deine Wohnung kennen in dem Zusammenhang. Super. Ist ähnlich aufgeräumt wie bei mir, glaube ich. Ist es auch dein Schlafzimmer? Oh, ja, jetzt kommt das Licht an. Ja. Cooles Schlafzimmer. Ist es ein Dachgeschoss? Finn, grüß dich. Hochbett. Ein Hochbett, sehr gut. Und hinten so ein schickes Fenster. Wenn man da rausguckt, dann sieht man draußen was? Garten. Ja, ja, guten Garten. Schön, dass du bei uns bist. Super. Finn, deine Frage an die Spieler. Hast du einen speziellen Spieler dir ausgeguckt oder willst du an alle fragen? Nee, an alle eigentlich. Okay. Also, denkt ihr, ihr werdet gegen Chemnitz im Top 4 gewinnen? Wer möchte? Ja. Da kann man nur ja sagen, glaube ich. Ich glaube, wenn denken tun wir es auf jeden Fall. Ob wir es dann tun, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir geben unser Bestes. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass die Jungs das rocken. Ja, okay. Malte, ihr habt ja vor gar nicht allzu langer Zeit gegen Chemnitz gespielt. Wie schätzt du die ein? Na, also das kann man jetzt nicht, glaube ich, vergleichen. Unser Spiel damals war ein ganz anderes, als jetzt das Pokalspiel sein wird. Chemnitz war in einer anderen Situation, hatte Verletzungsprobleme und war gerade nicht so stark, wie es wahrscheinlich jetzt sein werden. Und Pokal ist auch nochmal was ganz anderes. Es wird ein sehr emotionales Spiel, ein Spiel, wo das Team auch natürlich einen Vorteil haben wird, was mit mehr Energie startet und auch diese Energie durchtragen kann. Aber natürlich glauben wir, dass wir gewinnen können. Ich meine, sonst bräuchten wir ja nicht antreten, weil wir einfach glauben, dass wir trotzdem noch die stärkere Mannschaft sind. Mhm. Finn, noch eine Nachfrage? Oder? Nee, das war's eigentlich. Bist du denn dann bei uns mit dabei, Finn, beim Pokalwochenende? Nee, also ich wohne generell in Chemnitz und wollte jetzt mal fragen, wie ihr es findet, ob ihr gewinnen werdet. Bist du denn Alba-Fan oder bist du Chemnitz-Fan? Chemnitz. Okay. Ja. Also, was denkst du denn? Wer gewinnt denn? Chemnitz. Ey. Wir werden sehen, Mann. Ja, absolut. Finn, wir vergessen dich auf keinen Fall und viele Grüße nach Chemnitz. Ja, wir hoffen, dass das ein tolles Basketballspiel wird im Halbfinale. Ja. Alles Gute, ja? Ja, danke. Euch bleibt auch. Bleibt bei uns. Tschüsschen. Ja. Viele Grüße. Ja. Oskar, wie schafft man das, sich da auf den Punkt zu motivieren? Weil da kommt es ja dann wirklich drauf an. Man spricht immer von diesen Do-or-Die-Spielen. Wenn du Samstag das Spiel nicht gewinnst, kannst du Sonntag beim Finale zuschauen. Und das willst du natürlich nicht. Das ist richtig. Und man ist sich natürlich so einer Situation schon bewusst. Vor allem, wenn es jetzt ans Top vorgeht, wenn der Pokal wirklich zum Greifen nahe ist. Macht man sich sowas vor dem Spiel schon bewusst und versucht dann natürlich seine Bestleistung abzurufen. Okay, also da kommt es auf jeden Fall drauf an. Ich glaube, spannende Spiele. Ihr spielt abends 19:30 Uhr, am 16 Uhr nachmittags ist dann Braunschweig gegen Crailsheim. Und dann schauen wir mal, welches Finale es am Sonntag gibt. Maudo, wenn du eine Prognose abgeben solltest fürs Finale, du hast ja schon verraten, dass du glaubst, dass Alba Berlin im Finale stehen wird. Was glaubst du bei dem anderen Spiel, wer es denn wohl schaffen könnte? Schwer zu sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke, in so Spielen kann alles passieren, in Duo-Dei-Spielen. Daher ist es schwer, da eine Prognose abzugeben. Hm. Ja. Okay. Gut, dann haben wir gleich noch eine Frage von Hackenthal. Hackenthal holen wir hier gleich auf die Bühne und ich sehe hier immer so an der Anzahl von Fragen und Antworten, dass da ordentlich was eingeht. Also lasst nicht locker und fragt weiter. F und A ist euer Button oder Q und A, wenn ihr mehr mit Questions und Answers da unterwegs seid in eurem Zoom-Bildschirm. Die Frage von Hackenthal bekommen wir jetzt hier, glaube ich, auf der Bühne gestellt, denn hier steht bei mir mit Video. Hackenthal, guten Abend, wer auch immer du bist. Wir sehen dich gleich.
Guten Abend. Ich sehe noch niemanden. Also wenn wir mit Hackenthal noch ein Problem haben und der Weg zur Bühne noch zu weit ist, dann würde ich eine andere Frage schnell vorziehen. Und zwar ist die Frage, ich habe keinen Namen dazu, aber was sind eure Lieblings-Pre-Game-Snacks? Wer möchte da mal antworten? Was wird denn vor dem Spiel am liebsten noch gesnackt? Dann machen wir einfach jetzt mal eine Runde, bis der Hackenthal hier bei uns ist. Also Malte, was snackst du am liebsten noch vor dem Spiel? Ich trinke mal ganz gerne so einen Smoothie. Wir haben da so Smoothies immer vorm Spiel. Da trinke ich immer sehr gerne ein. Und ansonsten haben wir da dann auch noch so ein paar Riegel und so, die da immer uns zur Verfügung gestellt werden. Ja, da greift man natürlich gerne zu, um dann noch ein bisschen extra Energie zu haben. Aber ja, jetzt so ein Ritual oder so habe ich da nicht. Ja. Okay, sind das dann Früchte-Smoothies oder sowas Krasses mit Spinat und so drin? Nee, ist Früchte. Spinat nicht. Okay. Die Kraft kommt irgendwo anders her. Oskar, wenn du vorm Spielen noch was snacken kannst, was darf dann auf keinen Fall fehlen? Bei mir ist es auch tatsächlich der Smoothie. Und obendrein, was immer mir Luis für unseren Pre-Game-Handshake bringt. Wir haben da unser kleines Ritual. Luis mir was zu essen zuschmeißt, das schmeckt mir dann auch immer besonders gut. Lass uns doch ganz kurz teilhaben an diesem Ritual. Was genau habt ihr da? Also Luis schmeißt dir was zu oder was macht ihr da? Naja, also es muss man ja auch nicht alles preisgeben. Okay. Die Instagram-Story an Spieltagen verfolgen, dann kann man es vielleicht mal mehr spähen, aber sonst sind es Betriebsgeheimnisse. Okay. Ja, Luis, was snackst du selber am liebsten und was wirfst du anderen gerne zu? Ich bin auch bei dem Smoothie, den esse ich auch immer ganz gerne vom Spiel. Sonst ein Riegel, vielleicht eine Banane und dann die Geheimsachen, die ich auch gerne mitbringe. Und die aber auch geheim bleiben sollen. Maodo, was ist bei dir? Ein Smoothie. Ich weiß, ich habe noch nie einen von euch gesehen, dass einer von euch einen Smoothie vom Spiel trinkt. Diese Quetschis sind das. Ah, vor denen reden wir vielleicht kurz erklären. Das sind so kleine Alu-Verpackungen, ungefähr so groß zum Ausdrücken, wo halt so eine Babynahrung drin ist. Mit die schmecken voll eklig, oder? Das ist doch, boah. Das finde ich ziemlich lecker. Oder was? Sind die nicht mega süß? Ja, aber das ist ja nicht deswegen schlecht. Der ist bestimmt auch Schlumpfeis und sowas. die habe ich noch nie probiert. Okay. Ich esse immer so ein Riegel, so ein Energy-Riegel einfach vom Spiel immer. Genau, okay. Ist was. Gut. Das hat jetzt Jona natürlich auch gerade nochmal ganz genau gehört, weil auch das zur Basketballkarriere hört, wenn man irgendwann wie Maodo Lohnen Basketball spielen möchte. Wir haben gleich auf der Bühne bei uns Matthias Stockheim, wenn ich sie richtig lese. Hackenthal ist, glaube ich, nicht mehr auf der Bühne, aber Matthias Stockheim ist gleich bei uns. Wenn ihr noch eine Frage habt an die Jungs, an Maodo, an Luis, an Oskar oder an Malte, dann bitte noch auf unserem Button F und A hinterlassen vor unserem Pokalwochenende. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt Matthias bei uns haben im Video mit seiner Frage. Da sehe ich schon, dass der Bildschirm aufgeht und Matthias bei uns auf der Bühne ist. Einen schönen guten Abend, lieber Matthias. Da ist er. Hallo, grüß dich. Hallo. Alles klar, alles gut. Wie geht's dir? Bei meinen Freunden zu Hause. Guck nebenbei noch Barca gegen Real. Und wie steht's? 15:2 für Barca. Nach 6 noch 5:30. Real ist gerade komplett von der Rolle. Ist ja wie Alba gegen Zenit gestern am Anfang. War ja ähnlich, ja. Jo, Matthias, was geht ab, hey, Matthias? Wie geht's dir? Einmal frei. Oder? Matthias und ich haben damals in der, was war das, U12? Nee. U12 oder U14? Nee, Maodo. Oder Minis. Minis. Wir haben Minis damals zusammengespielt bei DBV Charlottenburg. Genau, wir haben damals zusammen angefangen. Ja, lange nicht gesehen, Alter. Wie geht's dir? Ja. Soll ich schön grüßen von dem ehemaligen Trainer, also von meinem Vaterhaus. Ah, Grüße zurück, liebe Grüße zurück. Ich denke, es gerade in Teneriffa. Und kannst du dir schon mal ein Datum merken? Ein Datum merken? Jo. Ja, wieso nicht, ja. 3. Oktober?
wird dein Jugendtrainer 75. Ah, okay, stark. Wow. Sehr, und sehr alle, ja, ne? Zeit vergeht schnell. Ja. Oh ja. Matthias, genau. Ja? Hast du noch eine Frage, Matthias, an die Spieler? Ja, kein Problem. Also 3. Oktober vergessen wir auch nicht. Ich dachte, der Deutschen Einheit und der Jugendtrainer von Maodo wird 75. Ich habe es mir notiert. Matthias, deine Frage noch. Ja. Und zwar an Oskar. Gerne. Und zwar, was sind deine Top-Angelspots in Berlin? Weil ich bin ja auch Angler und ich wollte mal fragen, ob du irgendwelche Tipps hast, die ich mal testen soll. Hey, was sind denn deine Top-Angelspots in Berlin? Ja, ich bin am Westhafen-Kanal. Aktiv, wenn es dir was sagt. Weil ich da in der Nähe wohne. U-Bahnhof Jakob Rasselplatz. Okay. Mhm. Ja, das wird mal notiert. Ich bin nämlich auch am Sammeln. Ich war noch kein einziges Mal in Berlin angeln, aber ich denke, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, dann ziehe ich mal los und schaue, was hier so geht. Naja, vielleicht könnten wir doch mal auch mal zusammen auf Tour gehen. Ja, können wir gerne machen. Gut, dann kannst du, wenn mal Udo Lust hat, kann er dir ja mal meine Nummer schicken. Ja, frage ich ihn. Alles klar. Okay. Super, Matthias. Hi, Matthias, bitte. Was angelt man eigentlich in Berlin? Was gibt es hier außer Aale und so? Was gibt's hier? Echte, Barsche, Zander, ist immer noch Rotauge, Brasse, jo, Wälze, Trixie. Noch einen Lachs? Nee, Olindi. Ah, nee. Aber Olindi, deine Hand. Ja. Jetzt. Ist die Verbindung? Ja. Nee, alles gut. Ich habe nur einen Sprachfehler, Tom. Alles gut. Nee, ich habe die Verbindung gerade. Du bist auf Teneriffa, hast du uns gerade gesagt, ne? Mein Vater, also von Maodo, der Jugendtrainer. Ja. Ich bin in Berlin. Alles klar. Ja. Gut, dann weiterhin, Matthias, einen schönen Abend. Wir haben gleich noch eine andere Frage. Sonntag und beim davor. Okay, super, klasse. Sonntag und beim davor ist ein guter Plan. Ich freue mich auf dich, Matthias. Vielleicht mit Perücke. Kennst du mich doch. Von Insta. Ganz genau. Und ich mit dem schönen blauen Hut auch auf. Richtig. Ja, super. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich freue mich, genau. Wer von euch übrigens noch kein Ticket hat fürs Top 4, es gibt jetzt Restkarten noch. Also das Kontingent konnte ja, weil auch das Gesamtkontingent in der Arena nochmal erhöht werden konnte, nochmal ein bisschen aufgestockt werden. Also es gibt noch Restkarten und die könnt ihr auf Albas Homepage dann auch noch euch sichern. Also schaut mal da im Ticketshop vorbei. Seid aber schnell, damit ihr dann auf jeden Fall am kommenden Wochenende auch mit dabei sind. Wir haben noch eine Frage hier, und zwar, ich muss mal ganz kurz hochscrollen bei mir, ich hatte die gerade schon mal im Bild drin, und zwar fragt Timo, was macht ihr lieber? Wir machen mal mit euch die Runde und beginnen mit Maodo, Luis, dann Oskar und dann Malte. Die Frage von Timo ist, was macht ihr lieber? Einen coolen Slam Dunk oder einen schönen langen Dreier? Maodo. Maodo kann nicht danken. Ja, das ist halt die Sache. Ich denke, danken ist tatsächlich inzwischen sehr schwierig bei mir. Daher lieber einen langen Dreier. Aber lieber würde ich danken können. Nee, meine Antwort ist, lieber würde ich einen schönen Slam Dunk. Das ist eine gute Antwort, aber ich möchte deine schönen Dreier gerne weiterhin haben, die auch so wunderschön sind. Luis, was ist bei dir? Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich mache lieber den Dunking. Immer bei seinen Stärken bleiben. Von daher, vor allem jetzt mit einer Hand, mache ich lieber den Dunking. Okay. Oskar, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich auch. Ich bleibe auch bei dem, was ich besser kann. Okay, und Malte kann alles. Wofür entscheidet er sich? Einen coolen Slam-Dunk oder einen schönen langen Dreier? Ja, dann lieber den langen Dreier. Ja, Dunking ist leider noch nicht so ausgereift. dann nehme ich lieber die 3 Punkte. Und dann von der Situation her, nach deinem langen Dreier nimmt der Gegner eine Auszeit, damit du das natürlich auch ordentlich auskosten kannst mit den Fans und mit der Mannschaft auf dem Feld, oder? Genau. Das ist der ideale Moment. So machen wir das vielleicht auch am Pokalwochenende. Wir konnten beileibe nicht alle Fragen jetzt stellen, weil unsere Zeit läuft langsam ab für diese Stunde Pokaltalk mit unseren Spielern von Alba Berlin. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die kam auch über Q&A und die ist keine Frage, ist eine Nachricht, aber ich glaube für alle auch ganz schön. Nur ein dickes Danke nehme ich, und zwar von Antje, Jakob und Joachim, und die drei schreiben auch noch dazu: Ihr macht uns unglaublich viel Freude
und es macht unheimlich viel Spaß, eure Entwicklung zu sehen. Und dann steht hier noch ein fettes Lob an Tom. Habe ich nicht selbst dazu geschrieben. Du machst immer einen fantastischen Job in der Halle. Viele Grüße von Antje, Jakob und Joachim. Jetzt möchten wir zum Schluss noch was machen mit euch, die ihr hier bei uns wart. Und zwar möchten wir ein Gruppenfoto machen. Bitte alle nochmal das Video aktivieren. Ich bin so gespannt, ob das jetzt funktionieren wird. Natürlich freiwillig, aber je mehr jetzt mitmachen, desto besser sieht es auch aus. Und auf mein Kommando würden dann alle ein bisschen winken, steht hier. Wir machen da Screenshots von und sagen Bescheid, wenn wir durch sind. Wir versuchen das alles mal. Also ich gebe mal einfach an euch jetzt weiter, dass ihr bitte alle mal eure Kamera aktiviert, damit wir ein gemeinsames Gruppenfoto machen können. Und wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Ich sehe mal, hier haben wir unten schon einen Bildschirm, der aufgeht mit verschiedenen Zahlen. Luis, seid ihr auch so gespannt wie ich, ob das jetzt funktionieren kann mit dem großen Gruppenfoto hier im virtuellen Talk? Ja, auf jeden Fall. Vor allem habe ich bisher nur uns fünf gesehen. Ja, ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht. Guck mal, das ist anscheinend so nach und nach alle rein. Das ist cool. Ja, das eben erst gemerkt, dass man da die anderen Webcams auch sehen kann. Ich habe die ganze Zeit nur mich selbst beobachtet. Ach so. Ja, yeah, Katastrophe. Nee, war schön, aber siehst du jetzt mehr, Maodo, oder siehst du weiterhin? Ja, jetzt sehe ich alle auf einmal, ja. Okay, super, was für ein Moment, ey. Und das kurz vor Ende. Das ist wie bei diesem Film Love Actually oder Tatsächlich Liebe, ne, wo es zum Schluss dann immer größer wird und immer mehr Bildschirme dazukommen. Ja. Es ist richtig gut. Fettes Dankeschön auch in die Regie vor allen Dingen, die hier die Fragen übermittelt haben und die auch für diesen technischen Ablauf gerade sorgen. Und die hoffentlich, Chris, schon mal guten Abend. Chris, ich glaube, genau, du hast Bild super, sieht toll aus. Hallo, Chris. Hallo. Genau, hallo. Ich muss dann nochmal den Hinweis geben, dass wir alle das Mikrofon gleich dann ausschalten für unseren Screenshot. Da ist nochmal Jona unter dem Account Kretschi mit der gesamten Familie. Super. Hallo, Joachim. Das läuft doch hier wie geschnitten Brot. Wie schön ist das denn? Ja, und wir versuchen noch möglichst viele dazu zu bekommen. Machen dann Klaus, hallo. Klaus wieder da. Sehr gut, sehr schön. Das ist so ein kleiner Eindruck davon, wie schön und stimmungsvoll das auch am kommenden Wochenende dann werden kann. Wir wünschen uns allen natürlich ein wunderschönes Pokalwochenende. Euch allen, die ihr hier mit dabei seid. Und auch am Wochenende dann mit dabei seid, ob ihr es in der Halle mit dabei sein könnt oder aber das auf anderem Wege verfolgen könnt. Und Alba, die Daumen drückt natürlich ganz viel Spaß und dass es mit einem tollen Sportwochenende funktioniert. Da ist Malte Delo Ultra ist da. Malte, kennst du diesen verstörenden Menschen? Ja. Ist der im Nachbarzimmer bei dir oder was ist da los? Der hat er bezahlt. Ja, habe ich nicht. Ja, aber ich kenne den, ja. Hallo, guten Abend, ihr alle. Ihr seht toll aus. Super ausgeleuchtet, alle auch. Ey, das ist voll gut. Sehr gut. So. Voll gut. Oskar, jetzt siehst du die Menschen alle mal ohne Maske. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schöne Menschen haben wir. Ja, aber wirklich. Alle wunderschön. Frechdachs. Da ist der Matthias nochmal. Sehr gut. Hallo Lara. Der Julian. Sehr gut. Das ist auch schön, jetzt mal mitzubekommen, was wir hier für eine Gemeinde waren gerade. Sehr gut. Das sieht großartig aus. Und ihr sagt mir irgendwie dann über den Chat bitte Bescheid, wenn alle ein bisschen winken sollen, wenn wir... Tom? Ja? Kurze Zwischenbemerkung. Wasser führt 28:8 nach den ersten 10 Minuten. Ja, siehst du, wir haben unseren Kommentator von dem Euroleague-Spiel. Sehr gut, 28:8 für Wasser. Let's go, Alba, let's go. Klaus ist jetzt schon total heiß fürs Wochenende. Aber so. Wie immer, genau. Okay, ihr könnt auf Handheben, glaube ich, drücken, wird mir hier gerade gesagt hat. Wer keine Einladung bekommen hat, kann auf Handheben drücken. Dann kommt ihr auch irgendwie noch ins Bild mit rein. Und ansonsten, glaube ich, machen wir dann jetzt Screenshots, oder? Sagt mir mal in der Regie, bitte gebt mir mal ein Zeichen, ob ich dann mal alle dazu motivieren soll, dass wir alle gemeinsam winken.
Oskar, freu dich ja gucken. noch eine Idee auf. Ja, geht doch. Lieber Tom, ich habe auch noch mal eine kurze Nachfrage. Und zwar hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass beim Pokalwochenende der Albatros nicht da sein soll. Wäre schön, wenn er da vielleicht noch mal nachhaken könnte, weil ich finde, das ist ja gerade für Kinder und auch für alle anderen einfach... Das ist eine BBL-Veranstaltung. Ja, aber im Moment, also ich bin ja auch da und das ist eine BBL-Veranstaltung. Ja. Also ich bin zwar nicht der, ich bin nicht der offizielle Hallensprecher, nee. Das ist der Stego aus Bamberg. Ja. Aber die vier Teamsprecher werden mit dabei sein für die Mannschaftsvorstellung und für zwischendurch Gewinnspiele und ein bisschen Motivation noch mit. Also ich werde auch mit in den Fanblock dann gehen und so. Und aber das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und für die Vogelrechte des Albatros natürlich kämpfen und für unser Recht, dass der Albatros mit dabei ist. Die sind doch sonst also immer dabei gewesen. Für mich der Skandal des Abends jetzt schon, wenn sich das bewahrheiten sollte. Ich werde mich vor der Halle anketten, wenn der Albatros wieder dabei ist. Wirklich, also hey. Dann würde ich mal sagen, dass wir tatsächlich jetzt, Januar Leonard, könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben über den Chat, ob wir tatsächlich jetzt alle gemeinsam winken, damit wir jetzt ein Foto machen, hier per Screenshots. Ich lese noch nichts, aber ich weiß, dass ihr alle irgendwie... die Hand heben, anklicken musstet. Aber alle haben gute Laune, voll gut. Hallo Lucila und Malia. Ist ein bisschen so, wie wenn ihr in der Arena oben auf dem Bildschirm dann erscheint. Erstmal so nach unten geguckt, da oben. Voll cool. Und hier auch mit dem Bildschirm. Sehr gut. Jetzt kommt das Let's Go. Das heißt, wir könnten jetzt auf 3, 2, 1 einfach mal anfangen, alle zu winken. Oder Oskar, die beiden Daumen nach oben oder wie auch immer, wie ihr das machen wollt. Also ich würde mal sagen, 3, 2, 1 und jetzt winken wir alle. Ja, aber nicht vor dem Gesicht winken, damit wir alle die Gesichter sehen. Und davon werden jetzt Screenshots gemacht und die gehen dann in die Welt gemeinsam mit dem, was wir bei YouTube nachverfolgen können. Ja, sehr gut. Das sieht wunderbar aus. Voll gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart beim Pokaltalk hier von Alba Berlin vor dem Pokalwochenende. Wir freuen uns riesig auf euch in der Arena und hoffen dann, dass das ein tolles Basketballwochenende wird. In 8 Tagen geht's los, am Samstag mit dem Halbfinale und hoffentlich dann auch mit dem Finale für Alba Berlin. Am Sonntag sehen wir uns vielleicht auch davor schon zum Heimspiel gegen Crailsheim. Wäre super ab 18 Uhr. Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart und alle, ihr und alle anderen, die Bock drauf haben, können das, was wir gerade veranstaltet haben, diesen Pokaltalk, können das nachverfolgen. Dann bald, das stellen wir bei Albas YouTube-Kanal ein. Und dann kann man sich das alles nochmal anschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend mit dabei wart. Und vielen Dank an unsere Alba-Spieler, an Maodo Loh. Dankeschön, Maodo. Einen schönen Abend dir noch. Schönen Abend euch alle. Vielen Dank fürs Teilnehmen und wir sehen uns in der Halle. Dankeschön, Oskar da Silva. Danke an euch. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns Sonntag oder spätestens nächste Woche. Super, Oskar. Vielen Dank. Dankeschön, Malte Delo. Danke für die ganzen Fragen. Habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Ebenso. Sehr gut. Danke an deine Ultras, Malte. Und vielen, vielen Dank, Luis und Lindy. Jo, hab einen schönen Abend. Dankeschön, Luis. Ja, wir sehen uns. Gute Besserung. Gute, Dankeschön. Schnelle Besserung. Vielen Dank. Wir sehen uns dann auch in der Arena. Dankeschön. So, dann habt ihr auch alle noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein und macht's gut. Wir sehen uns Sonntag oder spätestens beim Pokalwochenende dann. Immer weiter voran. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Das war der Pokaltalk mit Alba Berlin. Tschüss, macht's gut. Ich winke in die Kamera und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bye, bye. Danke. Tschüss.